ist Weltfrauentag. Das ist natürlich Grund genug für uns, auch Kunstprojekte vorzustellen. In diesem Fall ein Kunstprojekt, das eine renommierte Welser Künstlerin gemeinsam mit einer Burgenländerin initiiert hat und das im Moment in Kairo ausgestellt wird. Also an einem Ort, an dem Frauenrechte nicht unbedingt oberste Priorität haben. Karin Hanak heißt die Künstlerin aus Wels. Das ist ein Projekt, das Frau Hirschmann, meine burgenländische Kollegin, und ich realisiert haben. Meine Kollegin hat in einem Bericht gesehen, wie sich eine junge Frau auf dem Tacheplatz in Ägypten auf Protest gegen die Marginalisierung der Rolle der Frau in Ägypten eine Haarsträhne abgeschnitten hat. Und da war sie so beeindruckt, dass sie sich gedacht hat, na, da muss man etwas machen. Und da hat sie Frauen angeschrieben und gebeten um eine Haarspende als Solidaritätszeichen für die Frauen und als Unterstützung für den Protest der Frauen in Ägypten. Wir haben das in einem Netz, haben wir das installiert, ein rotes Netz, weil Rot ja die Farbe für Aktivität, für Kraft und natürlich für das Weibliche, in diesem Fall auch ein Symbol für Solidarität. Das gehört schon auch dazu, wenn sich so viele Menschen weltweit eine Haarsträhne abschneiden, um so ein Projekt zu unterstützen. Wir fanden das sehr, sehr schön. Und das ist eben jetzt in Kairo unten und wird dort präsentiert. Bilder von diesem Kunstprojekt als Solidaritätserklärung für unterdrückte Frauen sehen Sie übrigens auch auf der Homepage von Karin Hanak auf www.capilloart.at. Ich buchstabiere www.capilloart.at.